Horror in the Asylum kenne ich überhaupt gar nicht. Ja, dementsprechend, ich mache hier wieder auf Full. Habe ich, oh warte mal, ich habe den Chat nicht hier. Warte, 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 ich brauche Chatty doch wieder, sonst kann ich doch den Chat nicht lesen. So. Dementsprechend habe ich absolut keine Ahnung, was das jetzt hier gleich wird. So, gehen wir mal zurück. So. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier... Okay, ich glaube, ich mache den Master Volume noch ein bisschen runter. Man kann ihn ja hochdrehen. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es in diesem Spiel geht, was bei diesem Spiel passiert. Ich weiß es nicht. Oh. Das geht ja schon mal gleich sehr gut los. Ich bin müde, diese scheiß Pillen. Also ich habe keinen Bock mehr, diese Pillen zu nehmen. Der Doktor hat gesagt, das sollte mich... Sollte, dass ich mich besser fühle. Ich kriege immer noch diese Blackouts. Dämonen in meinem Kopf. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, verfolgen sie mich in meinem Schädel. Okay. So, warte, das mache ich noch einmal kurz. Der gute Snowballs LP. Ich grüße die Freundin Jasmin aus Stendal. Liebe Jasmin aus Stendal, ich grüße dich. Das hier ist mein letztes Video, beziehungsweise mein letzter Stream. Ich werde wahrscheinlich sterben. Angst. Okay, um die Tür zu öffnen, müssen wir Lockpicks finden. Alles klar. Was? Ah, okay. Boah, Alter. Boah, die Steuerung ist aber ein bisschen... ein bisschen ungeil. Wir haben die Tür geöffnet. Ob das was Gutes ist, weiß ich nicht. Mach mal auf da! Die scheiß Tür nicht auf. Die geht nicht auf? Ich geht die scheiß Tür nicht auf. Kann man hier einfach schlafen gehen? Ah, okay, wir können uns unterm Bett verstecken. Hä? Leck mir doch die Eier. Weil wenn da steht, ich gehe, dann soll da nicht reingehen, dann gehe ich da auch nicht rein. Oh, eine Taschenlampe. Ha! Haha! Ich hab eine Taschenlampe. Ich will auch gar nicht in den Raum gehen, weil da ist gar nichts. Siehst du? Ich gehe rein und mach die Augen zu. Ist das ein, ist das okay? Elflin? Ich hasse dich. Nee, echt, ich hasse dich wirklich. Das kann doch nicht. Also nein, ich hasse dich nicht, aber... Wo hat denn der seine Hand? Oder ist... Nee, alles gut. Ich weiß, dass der sich bewegt. Na, du alter Lurch. Lässt du mich vorbeigehen? Ja, ne, ist alles gut. Du lässt mich schön vorbeigehen. Da sind Lichter oder Symbole da hinten. Was ist das? Watch dich! I want to have dich! Ich geh da rein. Ich geh da rein. Ich scheiß mir die Hose, aber ich geh trotzdem da rein. Ich kack mir in die Hose. Da ist eine Notiz. Die möchte ich lesen.
Es passiert schon wieder. Seeing things that are not here. Ich sehe Dinge, die nicht hier sind. Aber sie fühlen sich so real an. Die letzte Zeit. Letzte Zeit, also das letzte Mal, als ich hier war, ist vorher schon irgendwas schiefgelaufen. Ich bin im Bett aufgewacht. Was? This time I can't let them get me. I have to find place to hide when they come. Okay, diesmal sollen sie mich nicht kriegen. Ich brauche einen Platz, wo ich mich verstecken kann. 33, 37, 54, 88. 2010. Können wir uns auch hier drunter verstecken? Unter diesem Bett? Nein? Warum nicht? Ist das jetzt ein schlechteres Bett, weil man sich darunter nicht verstecken kann, oder was ist das? Ich wache immer an der Decke auf, was? Hä? Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Warum kann ich mich jetzt hier unter Bett zum Beispiel nicht verstecken? Warum geht das nicht? Hilfe. Ich hasse es übrigens, wenn man da so einen kleinen Lichtkegel hat. Ganz ehrlich. Und ich hasse lange Gänge. Und da meistens irgendwas passiert. Uns da verstecken. Ah, da können wir uns verstecken. Sehr gut. Ich hoffe, wir werden es nie brauchen, aber ist schon mal gut zu wissen, dass es geht. So, und jetzt? Was ist da? Hilfe! Was habe ich gemacht? Was war das denn? Alter! Ach man, ach, ich strafe raus mit der Maus. Oh, das ist aber scheiße. Das ist ein bisschen doof. Hä? Ich jetzt, warte mal, ich klicke mal kurz die Maustaste. Okay, das ist echt scheiße, dass man es dann mit der Maus da raufstraven kann. Aber egal. Kann man hier Windowed Mode einstellen oder sowas? Nee. Naja. Oder sollte man das vielleicht mit dem Controller zocken? Das scheint mir sowieso der Plan zu sein, tatsächlich. Lass uns das Ganze einfach mit dem Controller zocken. Gut, dass ich mein Xbox-Pad hier gleich direkt am Start habe. Das weiß ich nur nicht. Okay. Das ist Pause. Ah, das ist die Steuerung. Okay. Gut. Okay, lass uns weitermachen. Achso, warte mal. Leck mich. Das muss doch irgendwas mit einer Zahlenkombi zu tun haben, oder? Wir haben doch eine Zahlenkombination da gesehen gehabt. Vielleicht? Nee, nee, Elfen, das ist schon im Vollbild. Sonst hätte es OBS auch gar nicht gefressen, aber man straft irgendwie trotzdem links raus. Keine Ahnung. Wenn ich auf Alt und Entfernen drücke, auf Alt und Enter... 33, 37, 54, 88. Also blau, rot, gelb, grün. 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 Kennt ihr eigentlich die Farben blau, rot, gelb und grün? Die Farben sind total super. So habe ich mein Auto letztens lackieren lassen. In blau, rot, gelb und grün. Also blau... Rot, gelb und grün. Was passiert hier? Irgendjemand läuft hier. Ach, ich verstehe.
Als gibt's nichts Normaleres. Alter. Ey, die Taschenlampe ist tatsächlich aus. Die sieht man trotzdem. Sehr geil. Ja, da rumläuft wie so, ein Model einfach, weißt du? Alter. Krass. Okay, lass uns mal rausgehen und hier lang. Vielleicht sollten wir einfach... Nein, hier kann man nicht lang. Fuck. Wieso kann man da nicht lang? Er geht aber auch immer noch da hinten. Kann man jemand der alten Kate Moss sagen, dass er sich jetzt endlich verpieseln soll? Hau ab! So. Pass mal auf, Kate. Du verpisst dich jetzt und lässt mich schön in Ruhe, ja? Hier gibt's aber echt nichts. Wo soll ich lang? Was soll ich machen? Vielleicht muss ich, wenn er jetzt hier lang läuft, genau da hinten lang, raus. Und einfach mal hier lang abhauen. Keine Ahnung. Ah, da liegt was. Nee. Okay. Hockt der da eigentlich noch? Ja, der hockt da noch. Ich frage mich jetzt ernsthaft, was wir tun müssen. Wir müssen doch nicht wieder an ihm vorbei, oder? Ich hasse dich. Hä? Ich hab auch gerade im Chat keine Idee, was wir tun müssen, oder? Oder hättet ihr da... Hi. Eine Idee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Kommen wir da hin? Hm. Ah, ich muss nochmal aktivieren. Okay. Blau, rot, gelb, grün. Blau, rot, gelb, grün. Blau, rot, gelb, grün. Okay, machen wir nochmal. Blau, rot, gelb, grün. Schön langsam, weil ich nicht weiß, wo der Typ ist. Alter! Checkpoints. Ich hoffe, es gibt Checkpoints. Ansonsten begeben wir das mal einen Versuch. Krass. Okay, es gibt keine Checkpoints, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Wir lesen das hier nochmal. Wir kennen das ja mittlerweile. Wir wissen ja, was da steht. Warte mal. Press R.
Okay, das geht um einiges einfacher. Als jetzt. Als jetzt, wenn wir das mit Dingens machen würden. Mit der Maus. Das ist auf jeden Fall scheinbar echt ein Game, was auf Controller zocken irgendwie gedacht ist und so. Das Öffnen? Was? Ja, und jetzt? Jetzt sind die Lockpicks alle, hallo? Ne, da ist noch einer, glaube ich. Okay. Mach ich das mit der Maus. Noch einmal. Warte. Ja, und du? Kann ich gleich nochmal neu starten, oder was? Ist doch scheiße. Das hat vorhin so gut geklappt. Weil es halt voll an Fallout, also es ist wie bei Fallout quasi. Voll. Continue, Exit. Ja, ich würde gerne neu starten. Oder gibt es jetzt hier von hier aus noch irgendeine Möglichkeit, das Spiel noch zu spielen, weil... Naja, die Lockpicks sind alle. Forever eingeschlossen, ja, aber echt. Gibt es jetzt hier... Ach nee, da liegen wieder welche. Okay. Ich glaube, die respawnen einfach. Sehr gut. Yeah! Okay, zurück und auf. Ah, die geht gar nicht weiter auf, die Tür, okay. Was gut ist, wir wissen ja jetzt schon, was da so los ist. Und was da so passiert. Zum Beispiel auch, dass wir hier rein können. Und dass da das Skelett liegt, das das Skelett gleich bewegt. Sehr schön. Einmal kurz die Zahlenkombi merken. Rot, blau, rot, gelb, grün. 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 Blau, rot und gelb, grün. Ja. So ist es nämlich. Also blau. Rot. Gelb. Grün. Wir gehen erstmal hier runter. Blau, rot, gelb, grün. Okay. Machen wir das gleich nochmal. Boah, ja, ich hätte auch gerade voll Bock auf einen Döner. Alter, Monster Cookies, ich will auch einen Döner. So, da kommt die alte Kate wieder. Hey, Kate! Bist heute aber ganz spät, nicht? Ach ja, Termine über Termine. Termine, Termine. Okay, wir lassen ihn jetzt... Ich glaube, der kommt gleich nochmal, geht einmal so rum und geht dann wieder weg und dann dauert es, glaube ich, länger, bis er wieder kommt. Ey, der hat die Tür zugemacht, der alte Pisser. Boah, ich hätte da gleich durchrennen können, oder was? Scheiße, Mann. So, es läuft an uns vorbei. Raus. Blau, rot, gelb, grün. Und weg. Hi. Hin muss geschafft? Ich glaub, mir ist geschafft. Jetzt sind wir irgendwie wieder hier, ne? Sollen wir die Lockpicks mitnehmen? Ich mein, Alter! Alter! Wenn die da schon mal so rumliegen, nehmen wir sie natürlich mit, ne? Da liegt auch noch einer, den nehmen wir doch gar noch mit. Da ist auch noch einer. Okay. Und jetzt ändern sich wahrscheinlich die Happenings, wenn wir hier langlaufen, oder? Ganz ehrlich, wenn du deine Tage kriegst, dafür kann ich nichts.
They are watching you. Wer? Ich will da nicht reingehen, aber wir müssen, glaube ich, ne? Mutti, mach die Tür wieder auf. Er ist so aller Idiot hier drin. Schweißt dit. Schweißt das, dass hier alles Idiot ist. Der Frage ist nur, wer hat die Tür hier zugemacht? Lustig, ne? Blöde Bitch. Es ist ja alles so lustig. Haha, das Leben ist ein Ponyhof. Ah! Ah, oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Oh Gott, nichts. Wir haben Schlüssel gefunden, Mann. Hi. Frage ist, für wo ist dieser Schlüssel? Find the needed item. Achso, eine Lockkarte wahrscheinlich, ne? Und hier? Toll. Wir finden einen Schlüssel und brauchen einen Code. So läuft doch der Hase. So läuft der Hase immer. Brauchst du einen Schlüssel, brauchst du einen Code. Hast du einen Schlüssel, brauchst du einen Code. Hast du einen Code, brauchst du einen Schlüssel. Das ist doch nicht wahr. Was in dem Fläschchen drin, was uns da entgegengeschmissen wurde. Nichts. Nicht mal Scotch oder irgendwie sowas, ey. Etwas, womit wir das hier halbwegs überleben könnten. Leck mir doch am Döner. Leck mir doch am Döner. Denn der Döner ist gut. Hey, Lockpick. Wie Lockpicks sie nicht sind, ne? Das ist krass. Könnte das theoretisch... Ne, es könnte nicht da irgendwo drunter liegen, ne? Wenn man sich da versteckt, dass es da irgendwo liegt, ich glaube nicht. I don't think so. Was ist das? Hey, Lockpick. Können wir die Tür nicht einfach mit dem Lockpick aufmachen? Wir haben so viele gerade. Das Ding ist halt, ich glaube, dieses Kärtchen könnte halt echt überall liegen, ne? Wobei, so groß ist ja der Find the Needed Item. Ach komm, nee, oder? Du brauchst doch nicht die Zahlen von vorhin, oder? Nein, 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 das kannst du mir nicht erzählen, dass wir jetzt diese scheiß Zahlen brauchen. Das kann doch nicht sein. Ich habe mir die doch nicht gemerkt. Gibt es sowas wie ein Logbuch oder sowas? Nee. Oh, haben wir 12 Uhr oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, es gibt... Wir hatten vorhin jemanden gehabt, der hat Geburtstag gehabt und ich denke mal, es gibt wahrscheinlich den ein oder anderen, die heute auch noch Geburtstag haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Cool, ich kann mal Leuten zu Geburtstag gratulieren, das ist ja geil. Also wenn hier gerade jemand bei unseren Zuschauern, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir gerade noch sind, aber wenn da jemand dabei ist, der Geburtstag hat, alles, alles Liebe zum Geburtstag und lass auch nicht die Sau aus, denn Geburtstag hat man nur einmal im Jahr und das ist dein Tag. Ja, so sieht es nämlich aus. So, was war da gerade? 33, 37, 57, 88. Wir probieren es. Pass auf, wir probieren es mal. Also 33. Nein, jetzt ist der Dings weg. Oh nein. Der Kommentar. 33 machen wir 37. 57. 57. War nicht richtig. Aber es ist auch scheinbar ein anderer Code. Weil... Der andere vorhin war länger. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Das sind jetzt scheinbar nur 6 Ziffern, statt vorhin waren es, glaube ich, mehr. Aber man muss ja jetzt hier irgendwo irgendwas tun können. Okay, jetzt vielleicht gedacht, dass wenn man die Lampe ausmacht, dass sich dann die Schrift verändert oder sowas, aber nee. Irgendwie ja nicht so.
Kannst du verschiedene Variationen ausprobieren? Natürlich. Dann sitzt du morgen früh noch hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 5, 6, 6. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9. Nee, nee, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Das ist doch doof. Ist da keiner da draußen, der sich mit dem Game ein bisschen auskennt? Ich guck mal, vielleicht, wenn man sich hier unter so einem Bett versteckt. Genau, weil man kann sich ja nicht immer unter jedem Bett verstecken. Vielleicht, dass wir durch das Bett... Ne, aber auch nicht. Vielleicht eine Info kriegen oder so? Oder so einen Tipp? So, irgendwas muss der Schlüssel gut sein. Ja, das ist richtig, genau. Ich schätze auch, dass der Schlüssel das Item ist, was uns hier weiterbringt, aber... Ist doch blöd, dass wir hier nicht reinkommen. Find the needed item. Ach komm, Alter. Sag mal, Elflin, du kennst das Spiel doch. Du hast das doch gespielt, bestimmt. Kann ich die Schublade vielleicht damit aufknacken? Nee. Hier vielleicht eine Schublade. Hä? Gehen wir mal wieder zu. Schublade damit aufmachen? Nein. Und da vielleicht? Nö. Gucken wir nochmal kurz. Hier hinten. Da, weil da haben wir ja auch verschiedene Schubladen. Nein. Achso, die Elfin hat das Spiel natürlich nicht gespielt. Okay. Das ist ja toll. Okay, es hieß gerade, ich soll mal ohne Taschenlampe laufen. Vielleicht würde man dann irgendwas sehen. Irgendwo eine Karte an die Wand. An die Wand, an die Wand. An die Hand, an die Hand. Muchas gracias. Nö. Nicht so wirklich irgendwie. Find the item. Exit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Exit, ob wir hier schon raus dürfen. Ich glaube es fast nicht. Aber für was ist der Schlüssel gut? Wir brauchen auch gar keine Karte, ne? Das ist nicht für die Karte, das ist ein... Nee. Find the needed item. Muss ich den Schlüssel vielleicht noch irgendwie aktivieren oder sowas? Weil wir haben den Schlüssel ja. Warte mal. Open, use, pickup, sprint, flashlight, blue light, inventory. Okay, warte mal. Ach komm, ist das jetzt dein Ernst? Ihr habt unten links, also da irgendwo, habt ihr ja diesen Schlüssel gesehen, dieses Schlüsselsymbol, ne? Und mit dem Mausrad musste man den Schlüssel noch aktivieren. Weil sonst kann man die Tür nicht öffnen. Ist doch logisch, natürlich. Alter. Das ist doch bescheuert. Ah, ist das bescheuert. Okay. Also gut. Machen wir die Tür mal auf. Ich glaube nicht, dass es das eigentlich möchte. Wir machen es trotzdem. Hallo. Schönen guten Tag. Alles fit bei euch? Junge, ey. Ich bin halt auch da, ne? Ich bin halt auch da. Steht auf der Flasche irgendwas drauf? Nein. Wo ist meine Stimme denn schon wieder hin? Oh, hier kann man aufmachen. Da,
Another Flashlight. Ah, ein blaues. Ah, okay. Wie ändert das jetzt mit dem Controller? Ah, okay. Alles klar. So, das heißt, hier müsste jetzt irgendwo die Codenummer für diese Tür stehen. Boah, das ist aber schon ziemlich cool gemacht eigentlich. Muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. Hier nicht, dann wahrscheinlich doch in dem Raum da vorne. Okay. Hier wahrscheinlich dann doch irgendwo. Dahinter? Nee. Hä? Hä? Nö. Hä? Jetzt die Laken checken, okay. Oder war es einfach nur Joke? Das kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Aber es erscheint mir als durchaus sinnvoll, hier mal über die Laken zu gucken. Nur die Laken kommen in den Garten. Hier muss jetzt aber doch irgendwo... muss jetzt irgendwo durchstehen, was der Code für diese verschissene Tür ist. Die Frage ist nur, wo? Ah. Also, 52, 55, 71. Was? 52, 55... Ich schreibe das auf. Bin noch nicht deppert. Warte, warte. Notizen. Ich komme hier mal gleich ein Foto, ey. Ich bin in einem modernen Zeitalter geboren. Hä, hey, was ist mit meinem Handy? Hilfe. Ich bin in einem modernen Zeitalter geboren und mache mir von sowas einfach Fotos. So. Okay. Alles klar. Was? Okay. Stimmt, ich hab eigentlich euch. Ja, ihr habt ja recht. Der Chat, ihr habt ja recht. Also dann. 52, 55, 77. Brauche ich das Foto gar nicht, siehste. Ist jetzt auch nicht so schwer gewesen, aber... Also 52, 55, 71. Das ist eine elektronische Tür. Ich muss sie nicht selbst aufmachen. Toll. Hi. Was? Was ich machen? Wahrscheinlich so, dass alle rot sind, oder? Ah, nee, dass alle grün sind. Okay. Wo ist die scheiß Tür aufgegangen? Ah. Alter. Ach nö. Warum immer er? Hau ab. Hm? Was sind wir denn jetzt? Fick dich, du Scheißspiel, Alter! Fick dich in die Hölle, ey! Wenn ich eins hasse, dann sind es Spinnen. Und dann kommt da so ein Fickvieh rausgekrabbelt, Alter. Oh.
Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Ja, tatsächlich, wir müssen wieder von vorne anfangen. Aber ich glaube, das reicht auch für soweit jetzt. Es ist ein bisschen doof, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. An sich ist es wirklich ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Ja? Aber ich glaube... Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt weiterzocken oder wollen wir Slender noch eine Runde spielen? Ich lasse aber mal den Chat gerade entscheiden. Wenn ich das auf YouTube hochlade, dann werde ich das auf jeden Fall... Ja, also wie gesagt, wenn ich das auf YouTube hochlade, werde ich das auf jeden Fall noch cutten. Das heißt, auf YouTube werdet ihr das jetzt gar nicht sehen. Deswegen Frage an euch, Slender oder weitermachen? Slender, Slender.